Sie stehen bleiben, hat Herr Rudolph gesagt und schon ins Fettnäpfchen getreten. Ja. Ja, ich freue mich, dass ich heute hier ein bisschen oder referieren kann. Thema ZIM aus Sicht der Westnetz. Bevor wir starten, darf ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Jörg Brandt. Ich bin ja seit 25 Jahren bei RWE tätig, beziehungsweise jetzt Westnetz. Westnetz ist Verteilnetzbetreiber im RWE-Konzern, 100% Tochterunternehmung der RWE Deutschland. Wir versorgen einen Großteil in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und so weiter, die Menschen mit elektrischer Energie und auch mit Gas. Und zum Thema ZIM, ich bin auch im DKE Nummer 52, da hatten wir das Thema. Insofern, ich habe ein paar Unterlagen bereitgestellt, wie wir seitens Westnetz mit dem Thema umgehen. Ich selber vielleicht noch bin dort im Spezial zur Strom. Wir planen und bauen die Hochspannungsnetze und wir machen auch den Betrieb der Hochspannungsnetze. Ich habe früher auch Nachrichtentechnik, Sekundärtechnik gemacht, also sozusagen sekundärtechnischen Hintergrund. Das vielleicht kurz eben zu meiner Person im Allgemeinen. Ja, Herausforderung im Alter eines Netzbetreibers. Wie sieht das aus Sicht eines Verteilnetzbetreibers aus? Und eine Folie, die wäre mir wichtig. Ganz am Anfang, bin ich auch ehrlich, die haben wir geklaut von Professor Kai Luper. IT-Landschaft und IT-Systemlandschaft in der Energiewirtschaft heute und morgen. Wir haben also, das ist ein Thema, da kranken wir dran seitens RWE und Westnetz, eine Vielzahl von Systemen, sei es Abrechnungssysteme, Datenbanken, Geoinformationssysteme und so weiter. Und man neigt dann dazu, es ist wieder im Rahmen der Energiewende eine neue Datenbank erforderlich. Ach ja, die Daten haben wir ja schon. Und man sieht das hier schön auf der linken Seite, dann wird kreuz und quer über das SCADA-System, das ist hier oben das Netzwerksystem, Energiedatenmanagementsysteme, Assetsysteme, Netzinformationssysteme, aber auch Planungstools wie Integral oder so. Da werden die Daten dann hin und her geschaufelt, von rechts nach links, von oben nach unten. Die sind ja irgendwo vorhanden und man bastelt mal eben schnell was und dann läuft es und dann ist gut. Da kommen wir irgendwo her, weil wir diese Vielzahl von Datenbanken, da müssen wir uns auch selber ankreiden, in der Vergangenheit gar nicht so überblickt haben. Natürlich ist es auch in großen Konzernen wie dem RWE so, mit Zuständigkeiten, jeder ist dafür was anderes zuständig, da kommt auch dann die ganze Organisationsgeschichte mit rein. Und wir haben uns als Ziel gesetzt, dieses Thema mittel- oder langfristig, muss man zu sagen, zu integrieren, in eine Systemplattform, eine Integrationsplattform zu gießen. Und da kommt dann das Thema ZIM, da sehen wir hier auf der rechten Seite, da tauchen dann auch die Netzleitsysteme auf, die anderen Datenbanken, die wir da letzten Endes hier mit integrieren wollen. Also ZIM als Integrationsplattform ist unser Ziel. Dieses Ziel ist nicht in 3 Monaten, 6 Monaten zu erreichen, sondern es wird Jahre dauern. Ich komme nachher nochmal zum Zeitrahmen, wie wir das vorhaben. Aber es ist wichtig aus meiner Sicht, jetzt die Weichen zu stellen und jetzt in diese Richtung zu gehen. Wenn man in dem Klein-Klein verhakt, kommt man da nicht weiter. Ja, mein Vortrag selber wird sich im Speziellen jetzt darauf richten, auf das Thema der SCADA-Systeme und der Marktsysteme durch die Energiewende getrieben. Also ich werde jetzt nicht zu dem ganzen Thema Geoinformationssysteme und so weiter was sagen, sondern der Fokus liegt ganz klar hier auf der Netzwerkebene, SCADA-Systeme und die Schnittstelle zum Markt, die wir da benötigen. Springen wir einmal zukünftige Anforderungen im Rahmen der Energiewende. Was ist da seitens eines Verteilnetzbetreibers wichtig und worauf sollten wir achten? Ja, die gemeinsame Infrastruktur zwischen Markt und Netz, die ist unten dargestellt, die habe ich schon erwähnt. Und da taucht dann auch die Integrationsplattform letzten Endes wieder auf. Für uns als Verteilnetzbetreiber ganz klar wichtig das Thema Markt und reguliertes Geschäft, Stichwort Ampelkonzept. BDE, B-Ampelkonzept werden Sie hier kennen. Grüne, gelbe, rote Ampelphase. Gerade in der roten Ampelphase ist es natürlich netzdominiert und da muss auch der Verteilnetzbetreiber letztlich Eingriffsmöglichkeiten bekommen und haben. Das führt dazu, um das überhaupt realisieren zu können bei uns in der Westnetz, dass wir also ein Programm gestartet haben, um gerade auch in der Mittel- und Niederspannung, das ist hier dargeführt, die Automatisierungstechnik zu erhöhen. Also wir haben in diesem Jahr beispielsweise 70 Ortsnetzstationen automatisiert. Wir haben auch regelbare Ortsnetztransformatoren, Längsregler und so weiter. Wir brauchen also immer mehr Daten,
aus dem Mittel- und Niederspannungsnetz, um die Verteilnetze überhaupt noch fahren zu können. Diese Aufgabe wird letztlich immer anspruchsvoller und da ist auch noch nicht das Ende erreicht, auch wenn wir natürlich heute sehen, Photovoltaik ist so ein bisschen abgeschwächt, nicht mehr groß steigen, aber Windenergie haben wir gerade seitens Westnetz in Rheinland-Pfalz noch hohe Steigerungsraten und wir brauchen diesen Datenanteil in den SCADA-Systemen bei uns. Also ein wichtiger Punkt hier, Automatisierung in den Verteilnetzen steigt. Ja, Herausforderungen im Alltag eines Netzbetreibers. Was ist so die tägliche Praxis bei uns in der Westnetz mit den SCADA-Systemen? Wo kommt es drauf an? Wo sind die Herausforderungen? Früher hatte man ja Probleme gesagt, aber das Wort ist ja gestrichen bei uns. Ja, wir haben einen hohen Aufwand mit den Implikationen, also Implementierung von Funktionen und Diensten, immer neue Schnittstellen und diese Anforderungen halt umzusetzen, machen hohen Aufwand nötig. Hohe Pflege von Systemdaten, auch bei der Parametrierung der Systeme und der dritte Punkt, die dynamischen Netzveränderungen, weil das Netz lebt halt stark, müssen händisch, sag ich, immer angepasst werden. Wir haben ja ganze Mannschaften, Datenaufbereitung und Bildaufbereitung, die das dann hier im SCADA-System irgendwie händisch nachflicken und so weiter. Auch das läuft nicht automatisiert, aber das muss natürlich unser Ziel sein, dass wir irgendwo dahin wollen, dass wir diese Netzänderung, Topologieänderung automatisiert irgendwann bekommen. Ja, Skalierbarkeit von Systemarchitekturen ist notwendig und die Integrationsplattformen, die wir heute haben, sind an der Stelle herstellerspezifisch. Ich muss da auch ganz klar sagen, da müssen wir auch als Netzbetreiber uns an die eigene Nase fassen. Das ist mir da wichtig, weil wir haben natürlich in der Vergangenheit auch immer Vorgaben gemacht an die SCADA-Hersteller. Wir haben PSI im Einsatz, aber ich will auch die anderen Siemens, ABB und so weiter hier erwähnen. Ja, das hätten wir gerne so, das hätten wir gerne so und da hätten wir gerne rosa karierte Maiglöckchen und so weiter. Das kommt natürlich, dann würde uns das alles schön gemacht, aber dieser topologische Ansatz, der blieb dann in den Hintergrund und man ist dann schnell in einer individuellen Lösung und nicht in einer allgemeinen Lösung. Also das sind die Dinge, wo wir uns auch selber an die eigene Nase fassen müssen. Ja, Anwendungsfälle und Ziele für ZIM. Wo wollen wir hin? Anwendungsfälle. Verbesserung des Technologiewandels, vereinfachte Integration von verteilten Anwendungen, auch Implementierung einer offenen ZIM-Integrationsplattform. Das ist mir jetzt wichtig. Das wird so als roter Faden sein. Diese Integrationsplattform soll sich dann durch die komplette Wertschöpfungskette ziehen. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Also letzten Endes bei uns von der Umspannanlage über das SCADA-System bis hin auch zum Marktteilnehmer oder auch von der Steuerbox, die aus dem Markt kommt, bis hin ins SCADA-System. Also das muss entlang der Wertschöpfungskette eine komplette Integrationsplattform sein. Da liegt das Ziel. Ja, Profilierung und Modellierung ist, glaube ich, klar. Und hier ist nochmal dargestellt, Marktsystem, SCADA-System. ZIM-Integrationsplattform dann dazwischen. Allgemein, da gehe ich jetzt mal schneller drüber hinweg. Das sind mehr so die allgemeinen Folien. ZIM ist ein abstraktes Informationsmodell, wo sich halt unsere wichtigen Objekte widerspiegeln sollen. Ja, ZIM unterstützt auch Nummer 3, die genormten Themen und bietet auch Möglichkeiten, Stichwort Open Source, auf offenen Software-Technologien hier Dinge gestalten zu können. ZIM unterstützt die Integration durch Definition allgemeiner Sprachen, einer allgemeinen Sprache, Semantik und Syntax. Ja, für uns wichtig auch öffentliche Daten, zum Beispiel Objektdaten und so weiter von Leistungsschaltern, Transformatoren, die wollen wir also hier integrieren, das ist dann das langfristige Ziel. Jetzt habe ich zwei Bilder, wie man das anders darstellen kann. Das finden wir oben halt wieder den Markt und da sind die Marktsysteme, Marktmanagementsysteme und unten finden wir das SCADA-System aus dem regulierten Bereich. Das sind die SCADA-Systeme hier, die der Netzbetreiber halt für die Netzführung braucht, aber relativ neu durch die Energiewende sind halt die oben skizzierten Marktmanagementsysteme. Und das ganze Energieinformationssystem, das ist mal hier gelb dargelegt, da wollen wir hin, das ist dann die, ich nenne sie mal ZIM-Wolke, diese integrierte Plattform, die wir hier schaffen wollen, aus meiner Sicht auch langfristig schaffen müssen. Wir sehen hier rechts so in der Ecke, ich kann es hoffentlich lesen, virtuelle Kraftwerke.
Das sind dann Kraftwerke, beispielsweise Windanlagen, aber auch ein Zusammenschluss von Photovoltaikanlagen. Die sind also im RWE-Konzern hier im Augenblick an das Marktmanagementsystem, was bei uns im Aufbau befindlich ist, in der Regel angebunden. Da finden also die Marktschnittstellen, die Broker und wer den Markt da mitmacht, der findet sich dort oben wieder, praktisch in der Schnittstelle im Marktsystem. Ja, ganz unten rechts finden wir dann auch diese Themen, Smart Meter und Steuerbox. Auch das muss irgendwo gehandelt werden. Das ist aber auch ein nicht reguliertes Geschäft und das finden wir dann hier oben wieder in der Schnittstelle zum Markt. Ja, eine andere Darstellung, auch Hinweis auf Schnittstellen, auch hier nochmal dargestellt, oben die Marktmanagementsysteme, dann virtuelle Kraftwerke, die gerade gesehen, und wir haben dann hier eine Plattform Energiemarktebene, insbesondere natürlich auch hier das Thema der Erneuerbaren, und unten finden wir das Thema der SCADA-Systeme und der Netztopologie. Letztlich ist das nur eine andere Darstellung, wie auf der anderen Folie, spiegelt aber auch nochmal die Anwendersicht aus meiner Sicht gut wider. Ja, wo stehen wir heute? Wo stehen wir morgen? Wo kommen wir hin? Wo wollen wir hin? Oben finden wir halt im Augenblick dieses Konstrukt hier, was wir bei uns haben. Wie zeichnet sich das aus? Wir haben also Systeme, die irgendwie gekoppelt sind, Marktsysteme, auch SCADA-Systeme sind irgendwie gekoppelt über TASE-Protokolle und so weiter. Und daneben rechts die virtuellen Kraftwerke, die EEG-Anlagen, die wir haben. In der Praxis sieht das heute wie folgt aus, jedenfalls bei uns, dass wir oft bei großen Windparks mittlerweile zwei Fernweggeräte zum Einsatz haben. Ein Fernweggerät für die Marktschnittstelle und dann baut der Netzbetreiber wie ein zweites auf und das ist dann unten ans SCADA-System angeschlossen. So ist das heute. Ist natürlich volkswirtschaftlich totaler Blödsinn, aber im Augenblick nicht anders machbar. Wir müssen letzten Endes sehen, dass wir das Netz regulatorisch im Griff behalten und die Teilnehmer wollen natürlich auch im Markt mitspielen und dann finden sich solche Konstrukte wieder. Also das ist bei uns die Welt heute. Ich war gestern noch vor Ort in einer kleinen Windkraftanlage, wo auch dieser Konstrukt gerade im Aufbau ist. Oben die Schnittstelle zum Markt ist vorhanden, unten können wir bisher nur ein-aus abriegeln und da wollen wir jetzt hin, dass wir auch Blindleistungen besser aussteuern können und wir brauchen an der Stelle mehr Daten und mehr Steuerungsmöglichkeiten. Am Beispiel EEG-Anlagen wäre das dann an den Parkregler, an dem wir dran gehen. Hier im Beispiel, wo ich gestern mal was von Enercon, wo das sehr gut funktioniert. Also die Steuerung, auch der Eingriff unserer Netzführung in der Westnetz wird schon komplexer und ist nicht mehr so, dass man sagen kann, naja, im Notfall, Not aus und fertig. Wir brauchen die Daten, Stichwort Blindleistung und Spannungsbereitstellung, also dass wir die Spannung halten können, sind da die Schlagworte. Und hier unten am SCADA-System finden wir natürlich die Umspannanlagen. Ja, unten dargestellt, das ganze System, finden wir wieder die Integrationsplattform, die virtuellen Kraftwerke, Local Control und diese ZIM-Plattform, die dehnt sich dann aus und da finden wir unten rechts in der Ecke, das wäre mir auch noch wichtig, das Thema sonstige Datenbanken. Da finden wir das auf der ersten Folie, was ich gezeigt habe, wieder. Wir haben also diverse Datenbanken, wo wir unsere Betriebsmittel und andere Dinge irgendwo abgelegt haben, die auch wieder mit dem Netzleitsystem kommunizieren müssen. Und gerade diese Datenbanken, wir haben jetzt noch unsere Schaltdatenbank, also unsere ganzen Umspannanlagen, Transformatorendaten, Schutzdaten haben, die haben wir neu ausgeschrieben und da war auch ein Fokus ganz klar, die muss ZIM-fähig sein. Ganz einfach, damit wir diese Schnittstelle hier später auch realisieren können, umsetzen können und nicht, dass wir uns da nachher irgendwo Fesseln anlegen und das nicht können. Unten finden sich dann die Umspannanlagen wieder. Ja, lassen Sie mich noch ein Wort sagen zum Thema IC 61850, weil die finden wir ja unten in den Umspannanlagen wieder. Da haben wir eine Modellierung seitens RWE gemacht und eine Schaltanlagenmodellierung auf Basis IC 61850 wird dann durch die ZIM-Modellierung, die wir planen, adaptiert. Also das Thema 61850 und ZIM muss am Ende des Tages da zusammenspielen. Das ist ganz wichtig. Ja, dann komme ich auch schon zum Fazit und zum Ausblick. Ja, wo wollen wir hin? ZIM soll als Integrationsplattform bei der Westnetz implementiert werden, habe ich erläutert.
Das Soll steht da, weil man weiß ja nie, was kommt. Also wir haben es ganz klar auf dem Radar und ist auch in unserem Businessplan mit drin. Aber am Ende müssen wir natürlich schauen, wie wir es hinkriegen, auch zeitlich. Ja, die Integrationsplattform bezeichnet dann die Kommunikation der Produkte, die es ermöglichen, diese Applikationen entlang der Wertschöpfungskette prozessorientiert zu verbinden. Hier dargestellt am Beispiel Umschlaganlage gleichlich mit Markt. Das ist so der rote Faden, der uns da treibt. Ja, nächster Punkt. Westnetz wird sein Personal für die neuen Technologien ausbilden. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Wir müssen uns dann damit beschäftigen, auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sich damit beschäftigen. Darum haben wir auch ganz klar Ausbildungsstränge hier vorgesehen, um das Thema auch den Mitarbeitern näher zu bringen. Auch so neue Technologien fallen nicht vom Himmel und man muss sich dann mit den Modellierungen und so weiter beschäftigen. Ja, wir werden den Einsatz von offenen Software-Technologien auch bei Lieferanten vorantreiben, Stichwort Open Source. Haben wir heute noch nicht, aber das ist uns wichtig, dass wir auch bei zukünftigen Ausschreibungen, Applikationen darauf achten, damit wir uns da nichts verbauen. Ja, und zum Schluss ZIM, Integrationsplattform, sichert die Zukunftsfähigkeit der Westnetz. Kurz zu unserem Zeitplan. Ich habe das am Anfang erwähnt und will da nochmal kurz drauf zurückkommen. Wie sehen wir den Zeitplan für die Modellierung und so weiter? Die Westnetz ist nicht alleine im RWE-Konzern, wir haben andere Gesellschaften wie die Süwag, die Lechwerke und so weiter. Wir planen hier ein gemeinsames Systemkonzept und im Rahmen dieses Systemkonzeptes, Systemkonzept Sekundärtechnik, soll auch dieses Thema verankert werden und auch die ZIM-Modellierung wollen wir hier beschreiben. Da wird es natürlich teilweise Unterschiede geben, aber das Grobe, der Rahmen soll hier beschrieben werden. Da rechnen wir mit, größenordnungsmäßig, jetzt nicht erschrecken, bis 2018. Und bis wir diesen Rahmen da hier dann wirklich implementiert und umgesetzt haben, allein für diese Welt, rechnen wir mal locker bis 2020. Jetzt wird einer sagen, das ist noch lange hin. Aber ich möchte da ein bisschen drauf drängen, wenn man nicht anfängt, die Jahre gehen schnell dahin. Und insofern haben wir uns als Ziel gesetzt, damit jetzt anzufangen und den Weg dann an der Stelle zu verfolgen. Ja, und dann wäre ich auch schon am Ende. Ich stehe natürlich gerne für Fragen und so weiter, Anregungen zur Verfügung. Und dann kommt auch noch der Ja. Ist natürlich schwierig. Bei der Modellierung und auch bei 61, 58 sind wir natürlich auch immer schnell, da müssen wir weiter zurückspringen, in dem Thema, wie betreibe ich die Energienetze? Der eine hat andere Daten als der andere und das werden wir nicht gleichziehen können, weil dafür sind die Energienetze und auch die Betriebsführungssysteme der Energienetze einfach zu stark gewachsen. Also insofern wird es nicht die einen drücken auf den Knopf, dann kommt eine Lösung raus. Dafür sind wir unten in den Anlagen schon unterschiedlich. Haben wir unterschiedliche Meldungen und so weiter. Mein Lieblingsbeispiel ist immer Leistungsschalter Warnung. Wenn die Heizung kaputt geht, hat RWE, haben andere Unternehmen nicht. Und wenn sie das implementieren, auch in ihre ganze ZIM-Welt und so weiter. Es geht hier um den Rahmen und die Modellierung. Und wie tun wir das? Das was, also was kommt da genau raus, das sehe ich durchaus, das kann unterschiedlich sein. Ich weiß nicht, die Frage damit beantwortet, aber... Ja, sonst... Ja, oder weniger. Dass man dann vielleicht auch wieder in so eine Art reguläres Sinnsystem einläuft und wenn man dann gerade wie gesagt hat, dass immer mehr Module zum Skalensystem dazukommen, die man dann auch irgendwo relativ fließend integrieren möchte, dass gerade an der Stelle dann auch man wieder doch irgendwo so eine proprietäre Schnittstelle hat, anfangen muss, die ein bisschen zu konvertieren.
merken wir schon, wenn wir heute EEE-Anlagen anschließen an unser SCADA-System, wenn wir die nachrüsten, manchmal müssen wir, wie gesagt, an die Schutzgeräte dran, dann gehen wir an die Zähler dran, da gibt's also, manchmal müssen wir auch direkt an die Wandler dran oder an den Parkregler. Da kommen also die Daten schon aus unterschiedlichen Quellen. Für uns ist es jetzt, wir werden also neue technische Anschlussbedingungen schaffen, wo wir das auch vorgeben sollen, ins Westnetz, damit wir das überhaupt bei uns im Netzgebiet platzieren können. Also das bleibt eine Herausforderung. Vielleicht kann ich so belassen. Also die eine Lösung, und die ist es dann für alle, ich glaube, die wird es nicht geben, dafür sind die Netze schon zu weit gewachsen und existieren schon zu sehr. Netzbetreiber wollen das erstmal nicht, weil wir sind da an der Stelle rein auf dem regulierten Markt, beziehen uns rein auf den regulierten Markt. Wir bieten aber hier an, so eine Plattform, um letzten Endes das Integrations- über die Wertschöpfungskette gesamthaft zu lösen. Wir wollen nicht jede Steuerbox anschließen, aber wir bieten das an, um einfach Vorteile zu haben, damit wir die Daten nicht dreimal abgreifen müssen. Wir können als Netzbetreiber, also ist nicht unser als Netzbetreiber haben wir mit Ihrer Steuerbox erstmal nichts zu tun, um das mal auf den Punkt zu bringen. Ja, natürlich so. Ja. Organisationseinheit, die haben wir teilweise schon. Wir haben bei uns in der Westdeutschen Einheit Systeme und Daten, die sich speziell um diese Dinge kümmert. Also insofern ist das nichts ganz Neues. Die Frage ist nur, wie ist der Durchgriff? Weil die Verantwortung bei den Systemen, die liegen natürlich mal bei den Prozessverantwortlichen, und da muss man einfach schauen, das geht nur so ein Thema. Insofern die Frage ist absolut berechtigt, wenn Sie die Rückendeckung da der Geschäftsführung haben und eine Einheit auch haben, die darüber kommt. Sonst wird das nicht funktionieren. Sonst, weil die Einzellösungen, die links dargestellt sind, sind im ersten Step wahrscheinlich die billigeren. Ich sage nicht die preisgünstigen, sondern ich sage bewusst die billigeren. Da wird jeder eben mal, fliege ich hier nochmal und mache ich da nochmal. Und insofern müssen Sie immer schauen, so machen wir es, wenn Sie ein größeres Thema haben, jetzt müssen wir doch mal hier ein größeres Update fahren oder die Daten dann ganz austauschen, da muss einer sagen, halt stopp, so nicht, wir haben da unsere Vorgaben, bitte denkt dran, A, B, C, D, berücksichtigen, damit wir auf dieses rechte Modell kommen. Sonst wird das nicht funktionieren. Also Frage insofern beantworten, wir haben eine Einheit, die sich darum kümmert. Wir haben ja in der RWE auch ganze IT-Einheiten sonst noch, aber wir haben auch in der Westnetz eine Einheit, die so ein Thema bündelt an der Stelle. Und da läuft jede Beschaffung größerer Art drüber. Ja, und am Ende ist es natürlich immer ein Kampf, auch dies durchzusetzen. Ja. Also insofern, das ist eine spannende Herausforderung, so mal eben gelöst ist es nicht. Weil die Summe ist nachher günstiger, aber diese Einzellösung, da muss man dann natürlich für kämpfen. Ja. Herzlichen Dank. Also ich glaube, das funktioniert schon ganz gut mit der Diskussion. Es kommen interessante Fragen. Vielleicht noch als Hinweis, wenn wir also in der Standardisierung sagen wir dann zu einer Spezialisierung Profil. Um sich da etwas von den proprietären Standards einfach zu